zoomen und sehen Sie das Ganze vielleicht. Hier ist es jetzt umrandet. Gut. So eine Tabellenkalkulation oder sagen wir mal so eine Ansicht, so eine Mappe hat natürlich nicht nur eine Tabelle, wie das Wort Mappe schon sagt, mit Mappe verbindet man immer mehr. Deswegen sieht man hier unten Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3. Das ist so ähnlich wie bei Firefox die Tab-Ansicht. Hier können Sie dann auf den nächsten Tab klicken. Dann bekommen Sie eine neue Tabellenkalkulation im gleichen, der gleichen Datei, wenn wir später abspeichern. Tabelle 3 das gleiche. Und wenn wir diese Tabelle hier umbenennen wollen, wenn Sie beispielsweise Ihre Haushaltsberechnungen durchführen, dann können Sie hier unten auf Tabelle 1 Rechtsklick machen. Das sehen Sie jetzt leider nicht mehr. Rechtsklick und Tabelle umbenennen. Ich verschiebe das Ganze mal, damit Sie das überhaupt sehen können. Rechtsklick umbenennen. Klicken wir drauf. Dann bekommen wir hier einen Namen. Den geben wir an, zum Beispiel Haushaltsberechnung. Gehen auf OK. Und dann ändert sich der Name von Tabelle 1 in Haushaltsberechnung. Und Tabelle 2, wenn Sie jetzt zum Beispiel Nebenrechnungen oder sonstige Berechnungen durchführen, können Sie natürlich auch wieder Rechtsklick machen, umbenennen und NR für Nebenrechnungen eingeben. Wenn Ihnen in diese Tabellen zu wenig sind, also wenn Sie mit Tabelle 3 auch schon voll sind, können Sie wieder Rechtsklick machen, Tabelle einfügen. Und hier können Sie eventuell gleich den neuen Namen festlegen, zum Beispiel neue Tabelle. Gehen auf OK. Und dann können Sie die natürlich auch wieder verschieben, mittels draufklicken und dann einfach verschieben, wo Sie das Ganze haben wollen. Zum Beispiel nach NR soll das kommen. Und Sie können natürlich auch diese neu erstellten Tabellen wieder löschen. Rechtsklick, in dem Fall auf die entsprechende Tabelle, Rechtsklick, Tabelle löschen. Dann werden wir gefragt, ob wir die wirklich löschen wollen. Klicken wir auf Ja und dann ist das Ganze auch wieder weg. Sie können eine Tabelle ausschneiden und auch kopieren. Werden Sie es vermutlich auch nicht mehr sehen. Schieben wir das Ganze noch weiter runter. Ausschneiden und kopieren, gibt es auch die Möglichkeit. Und hier unten sehen Sie auch gleich Tabelle 3 von 3, Tabelle 2 von 3 und Tabelle 3 von 3, 1 von 3. Gut, das wäre es eigentlich schon mal mit dem Anfang. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Formatierungsmöglichkeiten festgelegt. In späteren Videos werden wir auch noch auf die Buttonleiste zurückkommen. Aber wie gesagt, erstmal die Anfänge. Natürlich können wir diese Tabelle jetzt auch speichern unter Datei, speichern unter, oder Sie gehen auf dieses Symbol hier. Dann werden wir automatisch gefragt, wo wir das Ganze speichern wollen. Zum Beispiel jetzt unter, ja, der Pfad passt jetzt ganz schon, unter Dokumente. Dann können wir das Ganze umbenennen, beispielsweise in Testtabelle. Und Dateityp gibt es hier nicht sehr Vielfalt. Wenn wir da draufklicken, bekommen wir hier sehr viele Auswahlmöglichkeiten. OpenOffice Tabellendokument ist ODS und das ist standardgemäß auch ausgewählt. ODF, ODTS wäre eine Tabellendokumentvorlage und dann gibt es hier noch verschiedene weitere Formatierungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch Microsoft Excel 97 2000 XP. Das wäre die Formatänderung XLS. XLT ist dabei. StarCalc. SYLK, HTML, XML, Pocket Excel und Unfind Office Format Spreadsheet. Gut, aber standardgemäß ist das im ODS-Format angegeben und Sie können ja auch noch ein Passwort vergeben für die entsprechende Datei. Und wir speichern jetzt das Ganze mal, da wird das Ganze gespeichert unter dem entsprechenden Pfad, den Sie eben angewählt haben. So, das war's mit dem Anfangsvideo. Wie gesagt, später werden weitere folgen. Okay.